Ja, willkommen zu meinem ersten Let's Play zu Legend of Zelda The Minish Cap. Und ja, ich will nicht viel rumreden, ich will am besten sofort anfangen. So, dann wollen wir uns mal einen neuen Link erstellen. Nenne ich mal LCB. Ja, da ist er schon mit drei Herzen. Ja, jetzt kommt das Intro. Vor langer, langer Zeit, als die Welt von tiefer Dunkelheit verschlungen zu werden drohte. Stiegen Minish vom Himmel herab, um einem Helden das goldene Licht und ein Schwert zu geben. Das Triforce halt. Dieser Held vertrieb die Dunkelheit mit seiner Weisheit und Tapferkeit. Und brachte Frieden. Seither ehren die Menschen das Schwert. Ja, so alles so heilig und weil der damit halt alles vertrieben hat. So, das ist eins Zelda, wo halt sofort Zelda mit Link gut befreundet ist. Was nicht überall sofort so ist. Ja, und da kommst du auch schon zu uns nach Hause. Ja, das ist halt unser Onkel. Albrecht. Ja, und die will mich halt abholen, damit ich mit ihr zum Minish-Fest gehe. Und ja, da fragt sie halt, ob sie wohl dahin gehen dürfte. Ja, und da werde ich dann halt ein bisschen unsanft geweckt. Und hier sind wir schon. Und dann wollen wir uns noch mal in den Raum begeben. Ja, sie sind mit mir zum Minish-Fest, das wissen wir jetzt auch. Und wie in jedem The Legend of Zelda Teil hält Link, wenn er was bekommt, es wie immer in die Höhe. So. Sie geht schon voraus und ich werde jetzt erstmal hier einen roten Rubin holen. Ja, ich sehe dich. So, und schon sind wir in der Stadt Hyrule, wo halt gerade das Fest stattfindet. Ja, und Zelda ist halt ganz aufgeregt und will sofort überall hin.
Und sie will halt am besten überall sofort sein. Jetzt kommen wir eigentlich zum Wichtigsten. Zum Lotteriemann. So, zu gewinnen gibt es halt einen herzförmigen Stein. Ein schönes großes Juwel. Oder ein kleines Schild. Ja, und Zelda will halt den Schild. Und er fragt sich, wieso so eine schöne Dame ein Schild möchte. Und er will ihr natürlich was anderes geben. Oh, und den kriegt er natürlich geschenkt. Und den werden wir auch bald schon brauchen. Auch die Grafik in Minish Cap ist natürlich sehr schön. Sehr schön gestaltet. Ja, und hier können wir jetzt halt das Schild halten. Ja, und da sind halt solche Dekus, wie auch von Majora's Mask bekannt, mit denen man verwandelt wird. Und Zelda müssen wir jetzt halt beschützen. Ja, und da ist er schon weg. So, und jetzt will Zelda ganz schnell zum Schloss, dass wir das Schwert abliefern für den Minister. Und ja, da werden wir schon erwartet. Ja, und Zelda geht sich jetzt halt umziehen. Und ich schaue bei der Siegerehrung zu von dem Schwertkampfturnier. Ja, da ist schon das heilige Schwert, was von allen angebetet ist. Und es wird verriegelt halt eine Kiste, wo Ungeheuer drin sind. Und halt alles gegen das, der Held gekämpft hat mit diesem Schwert. Ja, und da kommt schon Zelda und der König. Ja, und der Sieger war halt Fati oder Faati. Sieht schon recht düster aus. Schwert der Minish und die versiegelte Kiste. Was ich suche, ist bestimmt in dieser Kiste verschlossen. Ja, und jetzt sind natürlich alle empört, dass er den Inhalt der Kiste möchte.
So, und jetzt öffnet er die Kiste. Und die ganzen bösen Ungeheuer kommen halt raus. Und verbreiten sich auf der Welt. Ja, und er will sie jetzt am besten aus dem Weg räumen, weil sie sonst später im Weg stände. Und Link kann nichts gegen seine Macht tun. Und Zelda wird zu Stein. So, und jetzt will er den Inhalt nehmen, aber da ist nichts drin. So, an dieser Stelle mache ich einen kleinen Schnitt. Und wir sehen uns gleich.